aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Um zum Startpunkt unserer heutigen Wanderung zu kommen, fahren wir zunächst mit den Tannheimer Bergbahnen hoch auf 1790 Meter. Von hier wandern wir entspannt einen breiten Wanderweg entlang. Ein Abstecher zum Vögelhörnle ist hier möglich. Dort oben findest du das größte Gipfelbuch der Alpen. Definitiv ein Abstecher wert. Auch danach bleibt der Wanderweg breit und gut begehbar. Nach ca. 1,3 Kilometern zweigt rechts ein schmaler Pfad ab. Diesem folgen wir und wandern danach dauerhaft auf schmalen Pfaden entlang des Saalfelder Höhenweges. Dabei sind wir umgeben von wunderschöner Natur und riesig emporragenden Gipfeln. Unser Weg führt uns nach fast 3 Kilometern wieder auf einen Fahrweg. Hier geht es ein kurzes Stück bergauf. Danach haben wir einen fantastischen Ausblick auf den Strindenschartenkopf. Wir wandern vorbei am Einstieg zur Sulzspitze, genießen eine herrliche Aussicht auf die Schochenspitze und erreichen nach ca. 4,6 Kilometern die Gappenfeldalpe. Zurück geht es auf exakt gleichem Weg. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo auf dem Tasty High Kanal. Wir sind heute im Tannheimer Tal unterwegs, machen eine richtig coole Tour. Es gibt verschiedene Gipfel, es gibt eine Einkehr, es gibt eine geile Aussicht und generell einen geilen Tag. Los geht's! Es ist ein bisschen gekraxelt, weil hier Teile vom Weg auch zum Teil weggebrochen sind. Vermutlich wegen der Regenfälle in der letzten Zeit. Aber es ist eine sauschöne Tour. Also schaut euch mal das an. Das Panorama, in dem man hier wandert. Und es ist eigentlich gar nicht so anstrengend, weil es geht nie richtig steil bergauf oder steil bergab, sondern relativ eben und immer ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab. Ganz entspannt. Und ja, die Kulisse ist einfach traumhaft schön. Wir sind jetzt gerade hier in der Gappenfeldalpe eingekehrt und es war mega lecker. Wir hatten richtig leckere Brote und was zu trinken. Es war auch heute bitter nötig, weil es einfach brutal heiß ist. Und ja, jetzt geht's wieder auf den Rückweg. Eigentlich wären wir gerne noch da oben hochgelaufen, aber das reicht uns zeitlich leider nicht, weil wir jetzt recht lang gebraucht haben und leider ein bisschen zu spät los sind. Aber aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben. Nee, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Mm-hmm.
it's not fair. Did your time? Wir sind wieder zurück von der Wanderung. Es war mega schön. Traumhafte Aussicht, wie Jana versprochen hatte am Anfang. Wir sind gelaufen, 9 Kilometer ungefähr mit 350 Höhenmeter, also eine recht entspannte Tour, aber trotzdem mit ein paar richtig schönen ausgesetzten Stellen drin. Die Einkehr war mega schön, mega lecker war's. Jetzt geht's mit der Bergbahn runter und dann hauen wir unsere warmen Füße ins kalte Wasser. Servus!